Meine Damen, meine Herren, herzlich willkommen bei den Pretty Old Pixel. Ich heiße Alexander und ich freue mich, dass ihr in eine weitere Replay-Folge zum Spiel Silent Service hineingeschaltet habt. Und wie ihr anhand des Startbildschirms schon sehen könnt, ist es nicht mehr die 64er-Version, sondern die Amiga-Version, mit der ich mich jetzt beschäftigen werde. Hier sind wir direkt auch schon im Startmenü. Gesteuert wird das Spiel hauptsächlich über die Maus in Verbindung mit der Tastatur. Beim 64er brauchte ich ja noch einen Joystick, das ist hier nicht der Fall. Und wir sehen auch hier wieder beim Auswahlmenü die Felder, die wir auch schon beim 64er kennen. Und wir hatten ja beim 64er neben der Übungsmission, also der Nummer 1, auch Convoy Actions durchgeführt, und zwar insgesamt 4 Stück. Und da möchte ich gerne heute nahtlos anknüpfen und mit dem 5. Convoy Action nicht nur anfangen, sondern hoffentlich auch erfolgreich bestehen. Das heißt, wir wählen das hier aus. Und da sehen wir auch die verschiedenen Actions. Eine Besonderheit kann ich hier auch schon mal zeigen. Diese Mission Nummer 7 ist meines Wissens nur beim Amiga rausgekommen. Zumindest bei der 64er-Version gab es nur 6 Convoy-Actions, die man durchführen konnte. Hier sind es tatsächlich 7. Aber wir machen heute erstmal die Nummer 5. Worum geht es? In dieser Mission ist man an Bord der Tautog. Das Schiff war damals unter dem Kommando von Lieutenant Commander Sieglev. Es handelt sich hierbei um einen Nachteinsatz an der Ostküste von Japan. Die USS Tautog hat am 16. März 1944 ein japanisches Konvoi entdeckt, was es dann auch angegriffen hat. Und Nachtattacken hängen insbesondere davon ab, ob sie erfolgreich sind oder nicht, wie die Sichtbarkeitsverhältnisse sind. Wenn es sehr schlechte Sichtbarkeitsverhältnisse sind, dann kann man mit einem U-Boot auch sehr nah an ein Ziel heranmanövrieren. Wenn aber die Sicht sehr gut ist, dann muss man vorsichtiger sein. Okay, dann ist klar, was wir machen müssen. Dann lege ich mal das Handbuch zur Seite und wir klicken hier die Nummer 5 an. Und wir können hier auch wie bei der 64er-Version die Realitätsstufen einstellen. Ich würde hier wieder auf Expert Destroyers gehen und Skill Level Lieutenant. Ja, das müsste es eigentlich sein. Und hier sehen wir auch schon eine sehr schöne Karte, die kurz eingeblendet war. Und da ist auch schon unser Konvoi. Gut, dann pausiere ich mal das Spiel mit Wait. Okay, und wir schauen uns das jetzt mal ein bisschen genauer an. Alles klar, ich muss noch ein bisschen näher ranfahren. Dann schauen wir uns mal an, um was für Schiffe es sich hierbei handelt. Wir fahren unser Periskop aus. Obwohl wir natürlich aufgetaucht sind, brauchen wir das eigentlich nicht. Dann gehen wir doch einfach mal auf die Brücke. Das müsste F2 auch hier sein. Jawohl. Und wir sehen hier schon eine der großen Unterschiede zur 64er-Version. Die Grafik ist natürlich wesentlich schöner. Das muss man schon sagen. Und wie gesagt, die Steuerung über die Maus. Ich finde das auch hier sehr schick gelöst. Hier auf der rechten Seite können wir die Zeit umstellen, sprich ob es schneller laufen soll oder langsamer. Hier können wir unser Fernglas bewegen, Deckskanone abschießen, Torpedo abschießen. Das sind die Steuerungselemente für das Schiff. Entweder klicke ich mit der Maus auf rechts oder wieder mit den Cursor-Tasten. Dann haben wir hier die Einstellung der Geschwindigkeit und den Rückwärtsgang sozusagen. Also ich finde es sehr schön. Gefällt mir. Gut, dann schauen wir mal, wo sich das Konvoi befindet. Bisher habe ich noch nichts entdeckt, außer den Mond jetzt. Nee, auf der Brücke ist es jetzt momentan etwas schwierig, was zu sehen. Deshalb gehen wir jetzt dann doch in die Kommandozentrale. Das ist natürlich grafisch ganz toll gemacht. Wir sehen hier die verschiedenen Stationen. Auf der linken Seite unsere Armaturen. In der gleichen Anordnung, würde ich mal behaupten. Oder zumindest sehr ähnlich. Super, echt toll. Die Uhr, wir sehen, dass es Nacht ist. Was haben wir noch? Wir schauen uns mal den Schadensreport an
Und auch hier das U-Boot ist ja wirklich toll dargestellt. Für ein Amiga war das schon super, die Grafik. Ich kann mich auch als Kind erinnern, dass mich das wirklich fasziniert hatte und dass ich auch selber solche U-Boote gemalt habe. Aber meine künstlerischen Fähigkeiten sind leider bescheiden. Deshalb haben diese Werke auch nicht überlebt. Also wir haben hier keine Leckage oder sonst irgendwas. Witzig ist, dass wir hier die Kombüse sehen. Okay. Dann haben wir hier die Karte. Und hier oben geht es dann zur Brücke, wo wir schon waren. Okay. Dann schauen wir doch mal durch unser Periskop. Und ich halte den Mausknopf gedrückt und dann sehen wir auch schon, dass sich das dann automatisch bewegt. Man hört auch das Meeresrauschen, das finde ich auch sehr schön. Aber nichts vom Konvoi zu sehen. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir zur Map und erhöhen jetzt auch die Geschwindigkeit, um näher ranzukommen. Leider ist, wie wir gesehen haben, die Sicht gut, das heißt, ich bin dann auch gut erkennbar. Aber damit müssen wir halt leben. Also Karte, wir erhöhen die Geschwindigkeit. Und wir ändern den Kurs. Wir haben es etwas korrigiert. Leider habe ich noch nicht sehen können, mit welchem Kurs der Konvoi fährt. Der steht so ein bisschen auf der Stelle. Wir sind auch noch nicht nah genug dran. Dann fahren wir doch mal... Ah, okay. Er fährt nördlich. 0 Grad, wenn ich das hier richtig sehe. Dann ändern wir jetzt auch den Kurs. Und wir gehen auf 060 Grad. Ich zoome noch mal rein. Jawohl. Und wir erhöhen noch mal die Geschwindigkeit. Wir gehen jetzt auf volle Kraft voraus. Knoten machen wir jetzt. Ich mache Folgendes. Ich gehe jetzt auf 0 Grad und versuche, den Geleitzug zu überholen. Die Geschwindigkeit können wir jetzt nicht weiter erhöhen. Wir sind jetzt schon auf 20 Knoten. Aber wir machen jetzt den Zeitraffer an. Also der Kurs des Konvois scheint auch 0 Grad zu sein. Ich erhöhe nochmal den Zeitraffer auf 4-fach. Bin mal gespannt, wie viele Zerstörer dabei sind. So, jetzt sind wir auf etwa gleicher Höhe. Und eigentlich müssten wir jetzt schon was sehen können. Das heißt, auf 90 Grad müsste der Konvoi jetzt sein. Da gucken wir mal hin. Ich habe die Beschleunigung jetzt ausgestellt.
So, jetzt müsste er doch mal langsam in Sicht kommen. Da, wunderbar. Was haben wir hier? Ein Tanker. 5250 Tonnen. Tonnen, ein zweiter Tanker. Und ein Truppentransporter mit 7750 Tonnen. Einen Zerstörer habe ich noch nicht entdeckt. Möglicherweise ist er verdeckt durch die anderen Schiffe. Sehr schön. Also bisher zwei Tanker und ein Truppentransporter. Dann gehen wir zur Kartenansicht. Und wir ändern den Kurs. Wir gehen jetzt auf etwa 45 Grad und nehmen die Geschwindigkeit runter. Wunderbar. Leider immer noch nicht nah genug. F3 ist das Periskop. Dann schauen wir mal, wie nah wir jetzt dran sind. Ja. Das dauert noch ein bisschen. Da ist der Zerstörer. An der Spitze. Wobei er kreist um den Konvoi herum. Okay. Alles noch 5500 Yards oder Feet. Ich weiß es gar nicht mehr entfernt. Okay. Wir korrigieren etwas unseren Kurs. Ich überlege gerade, ob es Sinn machen würde, gleich zu tauchen. Aber ich befürchte, wir sind zu weit weg. Und es bringt dann wohl nichts. Wir bleiben jetzt noch über Wasser. So, was schauen wir uns denn zuerst an? Ich würde sagen, den Truppentransporter. Der fährt 8 Knoten und hat einen Kurs eingeschlagen auf 348 Grad. Also fast Nord. Okay. Bei 1800 werde ich den Torpedo losschicken. Leider gibt es keine Möglichkeit, das als Ziel einzuloggen, dass es dann automatisch immer dann mitgetrackt wird, aber okay. Ah, jetzt habe ich es etwas verloren. Die gehen ineinander über die Schiffe. Okay, wir sind entdeckt worden. Und wir sind getroffen worden. So, wo ist der Zerstörer? Wo ist der Zerstörer? Wir gehen jetzt mal auf Tauchstation. Periskop ist oben. Okay, ich bin wohl zu tief. Hoppala. So nah. Ach, es ist zu dunkel, um durch das Periskop zu schauen. Das ist natürlich doof.
Okay. Das heißt, ich muss wirklich auftauchen. Oh! Ich war nicht tief genug und bin kollidiert mit einem Schiff. Mit dem Zerstörer, er hat mich gerammt. Schade. Okay. Aber das war schon mal ganz gut zu sehen, wie das funktioniert. Das erste U-Boot, was ich verloren habe. Und ich würde vorschlagen, dass wir es gleich nochmal probieren. Die Taktik war, glaube ich, schon mal ganz gut, dass wir erstmal nach Norden fahren, um dann den Geleitzug abzufangen. Das werde ich jetzt auch nochmal probieren. So. Also nochmal. Nummer 5. Expert Destroyers. Und auf geht's. Unser Kurs ist jetzt 0 Grad gleich. Okay. Und wir erhöhen die Geschwindigkeit. Und das Timescale. Also ich will wirklich den Geleitzug überholen. Und vielleicht pirche ich mich dann auch erst unter Wasser an, um dann im letzten Moment aufzutauchen und die Torpedos einzusetzen. Das ist jetzt mein Plan. Wir gehen jetzt auf 045 Grad. Wunderbar. Also knapp. Mir ist schon bewusst, in echt würde ich jetzt wahrscheinlich vom Kriegsgericht kommen, wenn ich als Steuermann ja, so knapp 45 Grad steuern würde. So. Wunderbar. Wir beginnen jetzt auf 90 Grad. Und reduzieren die Geschwindigkeit etwas. Vielleicht noch etwas auf 2/3. Und wir tauchen. So, jetzt müssen wir etwas Geduld haben. Ich beschleunige die Zeit. Sehr schön. Ich höre schon etwas. So, die müssen jetzt langsam hier auftauchen. Und vielleicht sollte ich erstmal versuchen, den Zerstörer zu versenken. Dann kann ich nämlich in Ruhe die anderen Schiffe dann versenken. Ups, die scheinen den Kurs geändert zu haben. So, dann fahren wir mal den Angriff. Shit. Er hat mich wieder entdeckt, aber ich sehe ihn nicht. Da. Okay. Wir sind getroffen. Ich möchte noch kein Torpedo verschießen, weil ich die Befürchtung habe, dass er ausweicht. Das heißt, ich habe einen Schuss und der muss gleich sitzen.
Ich erhöhe mal die Geschwindigkeit. So, das sieht doch schon mal gut aus. Und los geht's. Na? Noch ein Torpedo. Warum sehe ich die nicht? Wir tauchen. So, da sehen wir jetzt ein Torpedo. Sehr gut. Das muss es gewesen sein. Oh, ich tauche zu tief. Und ich reduziere mal die Geschwindigkeit. Okay, versenkt. Problem ist jetzt nur, ich bin, glaube ich, zu nah an den Schiffen. Die nehmen Kurs auf mich. So, aber was ist los? Warum sink ich denn weiter? Ah, verdammt. Verdammt. Wie mache ich Notfall auftauchen? Ach, das war's. Das war's. Jetzt haben wir erfolgreich das Schiff versenkt und gehen jetzt unter. Aber wie mache ich denn hier ein Notfall auftauchen? Geht nicht. Und ich sinke und sinke. 470, ja, das ist ja klar. Zum zweiten Mal hat es nicht geklappt. Alle guten Dinge sind drei. Was mich verwundert hatte, war, dass ich nicht notfallmäßig auftauchen konnte, aber der Blick in das Handbuch zeigt, dass ich die falsche Taste verwandt habe. Ich hatte das Fragezeichen gedrückt, das ist aber der Köder. Um tatsächlich schnell aufzutauchen, hätte ich Ctrl-E drücken müssen. Das habe ich nicht gewusst. Okay, beim nächsten Mal. Wir probieren es nochmal. Also, Nummer 5. Und auf geht's. Das Problem wäre wahrscheinlich gewesen, dass wenn ich aufgetaucht wäre, ich dann von den anderen Schiffen gerammt worden wäre. Aber gut, das muss man halt in Kauf nehmen. Also wieder 0 Grad. Beschleunige das mal. Okay. Jetzt überholen wir. Vierfache Zeitbeschleunigung. Und jetzt gehe ich auf 45 Grad. Okay. Und wir gehen jetzt auf 90 Grad und reduzieren die Geschwindigkeit. Und wir tauchen. Fünfzig Meter. Vielleicht lasse ich jetzt erstmal den Zerstörer in Ruhe, lasse ihn passieren und nehme mir dann die anderen Schiffe zur Brust. Wir probieren das mal aus. Leider ist die Sicht sehr gut. Hm.
So, ich würde jetzt mal auftauchen. Und schauen, wo die Schiffe sind. Ich erhöhe wieder die Geschwindigkeit. Und ändere nochmal den Kurs. Ich gehe wieder auf 45 Grad. So, die müssten jetzt gleich in Blick kommen. Jetzt gehen wir wieder auf 90 Grad. Und wir schauen uns jetzt mal die Schiffe an. Sehr schön. Der Tanker, 4000 Yards entfernt. Alles noch ein bisschen weit weg, ne? Und der Zerstörer ist jetzt hinten. Wir gehen mal auf volle Fahrt. Vielleicht ist das zu auffällig. Zwei Drittel Fahrt reicht wahrscheinlich. Für ein Torpedo ist das noch ein bisschen zu weit. 4000 Yards. Wir ändern den Kurs. Wir gehen jetzt auf 45 Grad. Ja, vielleicht auf 60 Grad, das ist ganz gut. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Schiffe besser unterscheidbar waren beim 64er, obwohl es eine etwas einfachere Grafik war. Aber vielleicht vertue ich mich auch. Wir erhöhen die Geschwindigkeit. Ne, wir lassen es. Ich traue mich nicht. Der Truppentransporter. Und der Tanker, der ist schon auf 2700. Ich werde meinen Fächer losschießen. Fang hier mit dem Tanker an. Das ist der Zerstörer. Ich probiere es mal. Vielleicht klappt es ja. Der nächste Tanker. Der Truppentransporter. So. Und wir tauchen. Bin mal gespannt, ob wir treffen.
auf. Nein, der eine hat nicht getroffen. Aber vielleicht die drei anderen. Ah, verdammt. Habe ich jetzt getroffen, nur nichts gehört? Wir tauchen mal wieder auf und gucken, was passiert ist. So, jetzt werde ich beschossen. Ich scheine nicht getroffen zu haben. Ich war zu weit weg. Mist. Hätte ich gewartet. Okay, jetzt habe ich zumindest mal den Zerstörer wohl getroffen. Dann machen wir mal ein kleines Überwasser-Duell. Sehr gut. Ich glaube, ich habe den Zerstörer versenkt. Oder? Na? Verdammt, ist da noch einer? Waren das zwei Zerstörer? Sieht so aus. So, zumindest treffe ich jetzt einigermaßen. Jetzt versuchen wir mal, den Truppentransporter zu erwischen. Wir erhöhen auch die Geschwindigkeit und wir ändern den Kurs. So. Mal gucken, ob es jetzt funktioniert. Oder ob ich noch näher ran muss. Da sehen wir den Torpedo. Ich bin gespannt. Er macht das einzige Richtige. Er zeigt mir sein Heck. Und der Truppentransporter hat die Geschwindigkeit erhöht, fährt jetzt mit... Ah, ist wieder runtergegangen. Oder fahren die auf mich zu? Das hoffe ich mal nicht. Okay. Das hat nicht funktioniert. So. Dann probieren wir es nochmal. Ich hoffe, ich habe genügend Aale. Ich habe nicht nachgeschaut, wie viel ich noch habe. Zumindest brennt der Truppentransporter schon mal. Und er verliert Geschwindigkeit. Aber ich befürchte, mein Torpedo geht auch wieder fehl. Das gibt's auch gar nicht. Was ist denn hier los? Das war beim 64er irgendwie einfacher. Kann doch nicht sein, dass ich hier alle Schiffe
mit der Deckskanone vernichten muss. Ja, scheinbar. Gut. Nächstes Schiff. Jetzt nehmen wir mal einen Tanker. Okay. Das muss doch funktionieren, Leute. Ach, verdammt. Ich habe das Schiff bereits versenkt. Jetzt habe ich ein All, glaube ich, umsonst losgelassen. Es ist schon ein bisschen unrealistisch, dass mit so wenig Schüssen ein Schiff, ein Tanker versenkt werden kann. Mit 7000 Tonnen. Wobei ja, okay, Tanker ist vielleicht doch nochmal was anderes, aber beim Truppentransporter, das war schon ein bisschen wenig. Egal. So, aber ich hoffe, dass jetzt mal eins von den Torpedos trifft, also der linke nicht. Auch nicht. Eieieiei. Also, das ist hier schon eine größere Herausforderung, das kann ich nicht anders sagen. Das hat mich überrascht jetzt. Denn bei den anderen Einsätzen war es doch relativ einfach, die Schiffe zu versenken. Das war hier nicht der Fall. Gut, alles klar. Also, wir haben einen Zerstörer versenkt, einen Tanker, einen Truppentransporter und noch zwei weitere Tanker. Ich dachte, es wären zwei Zerstörer gewesen, aber scheinbar muss ich einen Tanker wohl noch zerstört haben mit 6500 Tonnen. Der war mir gar nicht so ins Bewusstsein gerückt. Dann schauen wir mal, wo wir im Ranking landen. Ja, nicht unter den Top 20, das ist klar. Gut, also Lessons learned. Es ist wesentlich schwieriger, das Spiel zu meistern. Ach, und hier, schaut mal, man kann doch mit dem Joystick auch steuern. Das war mir nicht bewusst. Steht hier, use mouse or joystick to move the cursor. Aber ganz ehrlich, wenn man schon die Möglichkeit hat, mit einer Maus zu arbeiten, dann sollte man das auch tatsächlich tun. Okay, ich hatte eigentlich vorgehabt, heute zwei der Konvois zu spielen. Ich habe nur eins erfolgreich abgeschlossen. Das heißt, ich habe jetzt also für die nächste Folge zwei Konvois vor mir. Ich hoffe, dass ich mich da ein bisschen besser anstelle, vor allem bei den Torpedos, weil das fand ich ja echt merkwürdig, dass ich hier gar nicht getroffen habe und ich war wirklich nah dran. Ich bedanke mich auf jeden Fall dafür, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt. Ich würde mich wie immer darüber freuen, wenn ihr bei der Stange bleibt und auch in die nächste Folge hineinschaltet. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, vor allem bleibt gesund. Bis bald. Tschüss.